Und die Ho fragt mich, Bock auf Netflix und Chill? Ich sag nein, Nutte, ich schaue Tommys Restmüll. Wie der ein oder andere von euch eventuell noch weiß, hatte ich auf meinem alten Kanal ein Format namens Kommentierwut, bei dem ihr mir per Privatnachricht Links zu ungelisteten Videofragen zusenden konntet, die ich euch dann in einem Video beantwortet habe. Das hast du doch von Julians Blog geklaut! Das hast du gut erkannt. Hier, nimm den Keks, mein Kleiner. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall bin ich letztens durch Zufall über die Datei mit den Videos gestolpert und mir ist aufgefallen, dass ich noch gar nicht auf alle Videofragen eingegangen bin. Deswegen hole ich das jetzt, ein Jahr und einen neuen Kanal später, einfach mal nach. Ihr könnt mir übrigens nach wie vor neue Videofragen zusenden. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Los geht's. Hey Alter, bevor ich meine Frage stelle, danke für deine Videos, die sind echt krass. Nun zu meiner Frage, wie bist du darauf gekommen, Videos mit schwarzem Humor zu machen? Was hat dich dazu verleitet? Das würde ich gerne wissen. Und ciao. So, an dieser Stelle erstmal danke fürs Kompliment. Und um auf deine Frage zurückzukommen, einen relativ ausgeprägten schwarzen Humor hatte ich eigentlich schon immer. Von daher stand es für mich außer Frage, irgendetwas anderes zu machen. Wer mich aber letzten Endes dazu gebracht hat, diesen Humor jetzt in Videos zu verpacken, war nicht etwa Julians Blog, so wie es viele immer geglaubt haben, sondern tatsächlich war das schon viel früher Serdar Somuncu mit seiner alten Hate-Night-Show. Ich weiß nicht, wer die alten Videos von ihm noch kennt, aber er ist da grob gesagt immer mit seinem Auto durch die Gegend gefahren und hat sich über irgendwelche aktuellen Themen aufgeregt. Ich verlinke euch mal eine meiner Lieblingsfolgen dazu in der Videobeschreibung mit dem Titel Tote Deutsche. Was geht? Ich habe hier drei Fragen für dich. Und zwar wollte ich einmal wissen, ob du ins Fitnessstudio gehst. Ja, ich schleife meinen Allerwertesten ein paar Mal die Woche ins Fitnessstudio. Wobei ich gestehen muss, dass mir das gerade jetzt im Winter immer etwas schwer fällt, weil ich zu arm für ein Auto bin und die Motivation, mit dem rostigen Fahrer durch den Regen zu fahren, dann doch irgendwie nicht ganz so groß ist. Insbesondere am Leg Day. Was deine Hobbys sind? Naja, also neben YouTube und Sport habe ich eigentlich sonst nur noch Zocken als Hobby, wobei ich dafür wegen Uni, Freundin etc. leider immer viel zu wenig Zeit habe. Und ob du Ausländer bist, beziehungsweise Deutscher, ja, aus welchem Land du kommst, wenn du Ausländer bist. Ja, mehr wollte ich eigentlich nicht wissen. Hau rein, mach weiter so. Ich wurde in Deutschland geboren und habe polnische Eltern, weshalb ich für viele ein Halbpole bin. Mir persönlich sind Nationalitäten, aber um ehrlich zu sein, abseits von Späßen über Vorurteile, bla, vollkommen Latte. Also macht damit, was ihr wollt. Yo, Tommy, ich bin Ossi von dem Kanal Ossi Brownie und ich hätte da mal für deinen Kommentiergut ein paar Fragen für dich, die ich jetzt mal schnell hintereinander fragen werde. Was würdest du einem neuen YouTuber wie mir empfehlen, um... Wie bist du damals groß geworden und wie war es für dich, als du damals neu warst? Naja, das Wichtigste ist, denke ich mal, Spaß dabei zu haben, was man macht und seine eigene Nische zu finden. Als ich mit meinem ganz alten Kanal angefangen habe, habe ich zuerst ja auch so richtig beschissene Rage-Cartoons gebastelt. Aber ich war der einzige Deutsche, der sowas gemacht hat und ich hatte damals tatsächlich noch Spaß dabei. Ansonsten kann ich wirklich nur empfehlen, Kommentare unter Videos von anderen YouTubern zu hinterlassen. Aber jetzt nicht mit Botschaften wie, cooles Video, schaut bei mir vorbei, sondern versucht halt lustige, aufs Video bezogene Kommentare zu schreiben. Das ist viel effektiver. Darüber hinaus sind auch Collabs mit anderen YouTubern in der eigenen Größe relativ praktisch, wenn es dir darum geht, deine Reichweite zu verbessern. Aber dein Kanal ist ja mittlerweile auch relativ groß geworden, von daher scheinst du ja was richtig zu machen. Und irgendwie siehst du auch so aus, als wärst du in der Zeit 8 Jahre älter geworden. Ich bin echt so ein bisschen neidisch auf deinen Bartwuchs. Hi Tommy, ich hätte mal ein paar Fragen. Zum einen, hast du schon mal die Angst gehabt, dass dein kontroverser Umgang mit Themen Einfluss auf deine berufliche Karriere oder sowas haben könnte? Da ich nicht weiß, was du studierst, kann ich mir da halt wenig drunter vorstellen, wie viel das bei dir ausmachen könnte, beziehungsweise ob dich das überhaupt interessiert. Naja, Angst, einen Job zu verlieren, beziehungsweise später überhaupt keinen Job zu bekommen, hatte ich jetzt in erster Linie nicht direkt. Nichtsdestotrotz fängt man natürlich an, je älter man wird, anders über sein Auftreten im Internet, insbesondere halt das Auftreten in der Vergangenheit, zu reflektieren. Und das Ganze war dann letztendlich auch ein großer Punkt, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, meinen alten Kanal mitsamt der damaligen Videos offline zu nehmen. Warum genau mit allen Punkten, dazu werde ich an anderer Stelle mal ein ausführliches Video machen. Bei meinem aktuellen Kanal mache ich mir hingegen weniger Sorgen, weil die Inhalte im Großen und Ganzen in meinen Augen nicht wirklich schlimm sind. Und weil ich weiß, dass die Frage ohnehin kommen wird, nein, ich bereue es kein Stück, den alten Kanal platt gemacht zu haben. Ich bin hier viel zufriedener, allein die Community. Guckt mal unter dem Narbenvideo, was ihr mir für Geschichten geschrieben habt und so, das wäre auf dem alten Kanal alles nicht möglich gewesen. Da wären überall nur Leute, die sich beleidigt hätten oder Scheiße geschrieben hätten. Das ist hier viel schöner, es ist viel angenehmer, das fühlt sich halt richtig an wie so eine Community und nicht wie so ein Haufen von wilden COD-Kindern, die sich gegenseitig beleidigen und so. Also ich bin sehr froh über meine Entscheidung. So viel zu den Fragen, die ich noch auf meiner Platte hatte von vor über einem Jahr. Ihr dürft mir aber liebend gern neue Videos schicken, sei es mit Fragen oder weil ihr nur mal etwas anmerken wolltet oder sonstiges, dann können wir hier so ein kleines Community-Format vielleicht irgendwie draus basteln und dann kommt das so unregelmäßig alle paar Monate mal. Die Anleitung, wie ihr mir Videos zuschickt, findet ihr wie gesagt nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch was, haut rein.